Guten Morgen, liebe Scooter-Freunde. Willkommen zum heutigen Video. Ich mache heute mal einen kurzen Vergleich zwischen dem BMW C400 GT und dem Vogue SR4 Max 350. Vielleicht mal vorab noch zum BMW C400 GT, um diese ganze Geschichte zu verstehen. Warum mache ich da jetzt einen Vergleich? Viele von euch wissen ja, dass der C400 GT in China gefertigt wird, und zwar bei Longines. Da besteht zwischen BMW und diesem Motorrad- und Motorenhersteller in China schon seit, glaube ich, 2007 eine Zusammenarbeit. Und da werden einige Teile für BMWs und auch der C400 GT und der C400X hergestellt. Also ist eine chinesische Fabrikation. Unter anderem werden bei Longines in China auch die Motoren für die GS 750 und die 850 hergestellt. Die kommen also nicht aus den Berliner Motorenwerken. Und ja, der C400 GT komplett bei Longines in China gebaut. Was grundsätzlich okay ist, wenn man auf die Qualitätskontrolle achtet. Jetzt habe ich vor, ich glaube, einem Jahr war das, bei einer Messe das erste Mal den Vogue SR4 Max 350 gesehen. Dachte, oh, ein neuer Roller, bin näher ran und dachte, oh, das sieht ja unten alles aus wie beim BMW. Ist natürlich klar, die Karosserieform vorne und so ist ein bisschen anders. Aber als ich dann genauer hingeschaut habe, dachte ich, oh, das sieht aber sehr ähnlich aus. Und nach ein bisschen Recherche stellt man dann natürlich fest, dass dieser Roller von Vogue eine Unterfirma von Longines ist in China. Das heißt, sie haben eine Eigenmarke, unter der sie jetzt diesen Roller vertreiben. Und der hat sehr viele Parallelen, ist zum großen Teil baugleich. Ich werde auf die Sachen mal eingehen, die da unterschiedlich sind und die übereinstimmen. Da ich weder von BMW noch von irgendwelchen anderen Brands gesponsert bin, also auch nicht von Piaggio oder von Vespa, kann ich natürlich auch meine Meinung dazu äußern und meine Erfahrungen. Mache ich bei Vespa ja auch. Ne? Das kennt ihr bei meinen Videos. Wenn da was nicht in Ordnung ist und nicht stimmt, dann sage ich das auch mal. Das finde ich auch völlig in Ordnung, damit ihr auch mal einen Einblick kriegt aus der Praxis. Und ich werde nachher auch mal meine Meinung dazu sagen, was ich von dem Vogue und dem BMW halte, von dieser Konstellation. Aber vielleicht erstmal vorher zu den technischen Daten und zu dem, was man vergleichen kann bei den beiden. PS-Zahl, das ist ein Unterschied. Also wenn ihr den Motor euch anschaut, das ist der gleiche Motor, aber der Vogue SR4 ist angegeben mit 29 PS bei 7500 Umdrehungen und 30 Newtonmeter. Der BMW ist angegeben mit 34 PS und 35 Newtonmetern. Also da gibt es eine kleine Abweichung. Woran das liegt, weiß ich nicht, ob das jetzt eine Einstellungssache ist, eine elektronische Geschichte. Vielleicht musste sich da irgendwas unterscheiden. So, wenn man jetzt die Bilder vom BMW und vom Vogue sieht, dann sieht man auch, die Sitzbank ist sehr ähnlich. Von der Form, ne, mit dieser Lendenwirbelstütze. Sitzhöhe ungefähr gleich, beim Vogue 780, beim BMW 775 mm. Also auch da kein großer Unterschied. Um die beiden nachher auch im Preis mal zu vergleichen, müssen wir natürlich auch so ein bisschen die Ausstattung vergleichen. Also was hat der BMW für Ausstattung bzw. Zusatzausstattung, die man erwerben kann, um in etwa auf demselben Level wie der Vogue zu sein. Denn der hat schon einige Sachen von vornherein eingebaut. Ich fange mal mit dem Display an. Der Vogue hat auch ein TFT-Display, ein 7 Zoll. Ich blende euch das alles mal ein als Bilder. Ich bin hier noch nicht gefahren. Hat auch einige Funktionen und Anzeigen drin, die sehr ähnlich dem BMW sind. Scheint auch sehr gut ablesbar zu sein. Hat eine Connectivity, also auch das ist vorhanden. Navigationssystem noch nicht. Da ist also der BMW, was die Funktionen des Displays angeht, ein bisschen im Vorteil. Der hat also mehr Funktionen, aber eine Connectivity ist da und die ganzen, ja, Hauptfunktionen wie Drehzahlmesser, Tankanzeige, Temperatur etc., das ist bei dem Vogue auch alles vorhanden. Dann hat der Vogue von Serie aus schon ein Tagfahrlicht, natürlich rundum auch Voll-LED-Beleuchtung mit einer Besonderheit. Er hat beim Licht eine Abbiegefunktion. Wie die aussieht, weiß ich nicht, ob das jetzt sowas sein soll wie Kurvenlicht bei BMW. Auf jeden Fall gibt es eine Abbiegefunktion. Die hat er mit drin. Dann ist der Vogue genauso wie der BMW mit einem Keyless-System ausgestattet. Also auch da kein Unterschied. Und der Vogue verfügt auch über einen USB-Anschluss. Ist ja auch vom Aufbau gleich. Das heißt, er hat hier vorne auch zwei Fächer, hat unter der Sitzbank noch ein Helmfach, aber da komme ich auch gleich noch mal zu. Auch hier in der Mitte sieht alles gleich aus. Hier sitzt der Tank mit einem Tankverschluss da unten. Also da keine Unterschiede. Auch beim Gewicht gibt es keine Unterschiede. Der Vogue hat genauso wie der BMW ein Gewicht von 214 Kilo und eine Zuladung von 201 Kilogramm. Ebenso wie der BMW verfügt der Vogue über ABS natürlich und Traktionskontrolle. Bremsen sind bei beiden gleich. Die sind von JJuan, also auch da kein Unterschied. Genauso die Reifengrößen sind identisch und der Vogue hat auch Pirelli-Reifen drauf. Eine Sache, die eine Besonderheit bei dem Vogue ist, der hat vorne in der Karosserie eine Kamera, eine 1080p-Kamera, die dann während der Fahrt aufnehmen könnte. Ich nehme an, so Art Funktion einer Dashcam. Für Europa jetzt vielleicht nicht so interessant, weil das ist ja rechtlich noch nicht so abgesichert, wie man die nutzen kann und ob und
wie das dann mit dem Datenschutz ist. Aber er hat eine Kamera vorne drin, hat die BMW nicht. Braucht man wahrscheinlich aber auch nicht unbedingt. So, jetzt kommen wir zum Helmfach. Der BMW hat ja dieses Flexcase drin, das heißt, der ist hinten relativ flach. Man kann es aber dann nach unten fahren, das Flexcase, und dann passt ein Integralhelm da auch wunderbar rein. Vorne ist ein Platz für einen Jethelm. Beim Vogue ist es jetzt anders, der hat kein Flexcase. Bei dem passt ein Integralhelm hinten so rein. Das heißt, sie haben das Helmfach hinten scheinbar ein bisschen anders gebaut. Vielleicht auch die Sitzbank innen drin. Vorne beim Vogue passt ein Jethelm rein und hinten ein Integralhelm. Wie groß der sein kann, kann ich euch nicht sagen. Also ob da jetzt Large-Größen reinpassen oder nur kleinere Helmschalen, das müsste man mal testen. Aber auf jeden Fall ist da der Platz hinten vorgesehen für einen Integralhelm, also größer als beim BMW. Zumindest bei der Fahrt. Im Stand ist es dann wieder wahrscheinlich ausgeglichen. Tankinhalt ist auch gleich, 12,8 Liter bei beiden. Also ihr seht schon, die Bauweise ist an sich, wenn man es mal genau nimmt, ist identisch. Auch der Stahlrohrrahmen ist der gleiche, Bremssystem das gleiche, Scheibenbremsendurchmesser das gleiche, Reifen, Felgengröße, alles identisch, Motor identisch, Auspuff sieht genau gleich aus. Also ihr seht ja jetzt die Bilder, ich blende euch die mal ein. Wenn man die nebeneinander packt, ist halt nur das Design der Karosserie anders und wahrscheinlich halt dann ein paar technische Details, die sich unterscheiden. Aber im Großen und Ganzen wohl kein Riesenunterschied. Kommt ja aus demselben Werk, vom selben Hersteller, Longines in China. So, der entscheidende Unterschied zwischen den beiden ist natürlich der Preis. Um die beiden miteinander zu vergleichen, müsste man beim BMW das Tagfahrlicht nehmen, das Connectivity Display, sodass da zumindest die Funktionen und die Ausstattung in etwa gleich sind. Ich habe jetzt bei der Berechnung mal die Heizgriffe, also das Paket mit den Heizgriffen und der Sitzheizung mal weggelassen, weil das hat der Vogue nicht. Und dann komme ich beim BMW auf einen Preis von 9.390 Euro. Anständiger Preis, gerade im Vergleich jetzt zu Mitbewerbern wie den Honda Forza, ich glaube, der liegt so bei 6,3. Yamaha T-Max 300, ebenfalls in der Region. Und auch der Vogue, der ja fast baugleich mit dem BMW ist, kostet auch Made in China, genauso wie der BMW, 6.399. Und das sind dann fast 3.000 Euro Unterschied. Und wie meine Meinung dazu ist, das erzähle ich euch jetzt bei der Fahrt. Wir haben wunderschönes Wetter heute, deshalb werde ich den Rest jetzt bei der Fahrt machen, um noch ein bisschen die Sonne zu genießen. Also Helm auf und los geht's. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein paar Kommentare reinschreibt. Einige von euch haben den Vogue schon, habe ich gehört. Viele sind ihn schon Probe gefahren. Also wenn da irgendwelche Eindrücke sind und eure Meinung, gerne mal in die Kommentare rein, bin ich sehr gespannt. So, was ist jetzt meine Meinung dazu? Ihr wisst alle, ich bin ja eingefleischter BMW C400 GT-Fahrer, finde es ein tolles Fahrzeug, auch mit den kleinen Macken, die es halt vielleicht hat. Nämlich vorne das Quietschen im Displaybereich, das war beim letzten und beim vorletzten, jetzt das Schnarren hinten, aber das sind ja Kleinigkeiten, das kann man alles beheben. Und ansonsten super zuverlässig, ich hatte ja bisher noch keine Probleme mit dem Fahrzeug. Ich finde den Fahrkomfort toll. Ich finde die Sitzposition klasse, Verbrauch ist gut, Reichweite ist toll. Also ein super Scooter für die Stadt oder zum Reisen. Und viele von euch, und das habt ihr mir ja auch in den Kommentaren und per E-Mail geschrieben, viele von euch haben sich am BMW aufgrund meiner Videos gekauft. Und von daher gibt es ja wirklich viele, die von dem Fahrzeug begeistert sind. Dann gibt es natürlich die anderen, die sagen, das ist aber ganz schön teuer, das Ding. Und das stimmt natürlich auch im Vergleich zum Mitbewerbern wie Honda, dem Honda Forza, dem ADV 350, dem Yamaha X-Max 300, hat er natürlich seinen Preis. Das muss man ganz klar sagen. Der kostet ein paar tausend Euro mehr. Ja, worauf sich dieser Preisunterschied begründet, lässt sich manchmal ein bisschen schwer nachvollziehen. Aber so ist das halt bei manchen Fahrzeugen. Manchmal bezahlt man halt auch den Namen und das Image so ein bisschen mit. Das ist auch alles okay für mich gewesen. Aber jetzt mit dem Vogue, da macht man sich natürlich schon Gedanken. Punkt A, mein erster Gedanke war, was macht BMW da? Warum lassen die zu, dass das fast baugleiche Fahrzeug auf den deutschen und europäischen Markt kommt? Gibt es da nicht irgendwelche Lizenzrechte oder Konstruktionsrechte, die sowas absichern können, dass man da ein bisschen geschützter ist? Denn BMW hat ja jetzt Konkurrenz aus der eigenen Produktionsstätte in China bekommen. Das sind jetzt so Sachen, wo man seine Kunden auch ein bisschen verärgert. Da muss ich sagen, das erschließt sich mir auch nicht. Warum sichert sich BMW da nicht ab? Klar, in China kommt es öfter mal vor, dass da Ideen kopiert werden. Das ist ja nichts Neues, aber dass ein fast baugleiches Fahrzeug, was BMW in China da fertigen lässt, jetzt hier auf den deutschen Markt kommt, das ist schon krass, muss ich sagen. Also
Finde ich persönlich nicht so prickelnd. Und ich kann jetzt Leute verstehen, die sich für dieses Fahrzeug interessieren, für den C400 GT. Und die jetzt sagen, da gucke ich mir doch den Vogue mal an. Klar, ein großer Nachteil wird natürlich momentan noch sein, dass das Händlernetz wahrscheinlich sehr gering sein wird in Deutschland. Das wird ja erst ausgebaut, das dauert immer ein bisschen. Also wenn ihr so einen Vogue-Händler in der Nähe habt und interessiert euch für den C400 GT, ich würde sagen, guckt euch den Vogue auch mal an. Also macht mal eine Testfahrt damit, guckt euch mal an, wie die Haptik ist, wie die Verarbeitung ist. 3.000 Euro gespart. Dafür könnt ihr ganz viele schöne Touren machen. Könnt euch komplett neu einkleiden. Ja, also das ist so meine Meinung zu dieser Vergleichsgeschichte mit Vogue. Ich finde das für alle BMW C400 GT-Besitzer schon ziemlich ärgerlich, wenn man so ein exklusives Fahrzeug fährt mit einem Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt, in dem Preissegment. Wenn man jetzt als Beispiel mal Honda nimmt, stellt euch vor, ihr kauft einen Honda XADV für 14.000 Euro mit wunderschönem DCT-Getriebe, toller Technik. Und ein halbes Jahr später kommt ein chinesischer Brand auf den Markt mit einer bisschen anderen Karosserie, aber auch mit einem DCT-Getriebe, mit dem baugleichen Motor und der Karosserie von Honda. Dass da dann die Kunden unzufrieden sind, natürlich, selbstverständlich, nachvollziehbar. Würde, glaube ich, bei Honda aber auch nicht passieren. Ja, heute jetzt doch mal ein bisschen anderes Video, nicht ganz so positiv wie sonst immer. Ich mache das ja aus Spaß, weil ich Freude am Rollerfahren habe, weil ich das genieße. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich unabhängig bin, nicht gesponsert bin, finde ich es auch vielleicht ganz gut, wenn man mal so ein bisschen Sachen in Frage stellt und auch mal ein bisschen Kritik äußert. Und von daher hoffe ich, dass es euch trotzdem gefallen hat. Wenn ja, dann gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Ich freue mich auf eure Kommentare und eure Meinung zu diesem Thema. Und wir sehen uns natürlich wie immer nächste Woche beim nächsten Video. Macht's gut, fahrt vorsichtig. Bis dann und ciao.